Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ja, heute möchte ich dir gerne etwas erzählen, weshalb es sich für mich plötzlich alles ganz anders angefühlt hat. Kennst du das, wenn du als Kind irgendwo in einen Raum gegangen bist und du konntest fühlen, oh, hier ist dicke Luft, hier wurde gerade gestritten. Aber du siehst vor dir Menschen, die sich im Arm halten, sich küssen, die vielleicht sogar dich anlächeln. Und du fühlst aber, das ist doch irgendwie gespielt, das stimmt doch nicht. Das heißt, uns wurde schon sehr früh durch ganz viele Situationen abtrainiert, unserer Intuition zu folgen und auch unseren Gefühlen zu vertrauen, denn wir haben etwas mit unseren physischen Augen gesehen und das stimmte mit dem, was wir in uns fühlten, überhaupt nicht überein. Und da wir in einer Welt des rationalen Denkens leben und uns das nicht beigebracht wird, intuitiv zu sein, sich auf unser Bauchgefühl, unser Herz zu verlassen und zu vertrauen, sind wir eingestiegen in diese rationale, denkende Welt und haben uns immer mehr von unserem Herzen und von unserem wahren Sein getrennt. Und plötzlich ist alles ganz anders. Je bewusster wir werden und je mehr wir hinterfragen, desto klarer wird uns, dass wir uns das alles selbst erschaffen haben. Ja, was macht das jetzt mit dir? Du hast dir deine Welt, deine reale Welt, in der du jetzt gerade lebst, selbst erschaffen. Puh, große Verantwortung. Es gibt keine Schuld. Niemand im Außen ist schuld an irgendetwas. Das sind alles Konditionierungen, die trennend sind, weil unser Verstand ist ein ausführendes Organ und absolut wichtig. Aber wir können entscheiden, ob wir gedacht werden über unsere Programmierungen, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind. Oder ob wir uns bewusst entscheiden, wirklich zu denken. Und wir haben da zwei Möglichkeiten. Wir können einmal über unseren Egogeist, der die Macht übernommen hat, über unseren Egogeist denken und merken das gar nicht. Wir werden gedacht. Es denkt automatisch immer wieder etwas in uns. Oder aber wir sind bewusster Beobachter und wir nehmen wahr, was es in uns denkt. Ja, unser Verstand, der kann so oder so die Dinge für uns umsetzen. Und je mehr wir in unser Urvertrauen gehen, in unsere Selbstliebe, in unsere Kraft, so klarer wird unser Geist. Und dazu gehört, dass wir nicht nur unseren Körper entgiften, dass wir nicht nur uns körperlich betätigen, sondern dass wir auch unseren Geist entgiften. Also mir ist aufgefallen, je mehr ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, was außerhalb meines Verstandes alles so gibt, und je mehr ich meinen Körper entgiftet habe, desto klarer wurde mein Geist. Und
Je klarer der Geist wird, desto mehr sind wir komplett angebunden an kosmischen Geschehen, an der kosmischen Bibliothek. Wir fühlen in jeder unserer Zellen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Kennst du das? Dass du sagst, das kann ich jetzt überhaupt nicht fühlen. Und ganz viele Menschen haben sich vom Fühlen und von der Intuition komplett abgeschnitten. Mir ging es da ganz genauso. Ja, und all das, was da jetzt im Außen so passiert, diese ganzen Unsicherheiten, das alles wegbricht, das gehört jetzt zu unserem Evolutionsprozess dazu. Weil es darum geht, hier unten auf der Erde, dass wir unsere kompletten Ängste auflösen. Dass wir auflösen, was wir nicht sind. Als wir hier auf der Erde inkarniert sind, haben wir alles vergessen. Ich weiß, da draußen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie geboren werden, 70, 80, 90 Jahre alt werden, wenn sie Glück haben, gesund sind und dann wieder sterben. Danach gibt es nichts mehr. Das ist ja auch in Ordnung. Für mich stimmt das in keiner meiner einzelnen Zellen. Ich kann mich in der Zwischenzeit an fast alles erinnern. Und ich weiß, wo ich herkomme als Seele, als geistiges Wesen. Ich bin komplett angebunden. Ich channel meine Meditationen. Ja, es gibt Menschen, die machen sich darüber witzig, aber das macht nichts. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und ja, wenn es dann heißt, lass dir Lichtwurzeln aus den Füßen wachsen. Das mache ich. Deswegen geht es mir ja auch so gut und deswegen ist mein Körper so gesund, weil ich verbunden bin mit Pachamama, mit der Erde und weil ich verbunden bin mit dem Himmel. Und ich diese beiden Energien in meinem Herzen fühle. Und wir werden immer mehr, die sich gegenseitig erinnern, wer sie sind. Kannst du das fühlen, dass sich was verändert hier auf der Erde? Hast du Ängste, Zweifel, Sorgen, Nöte, Existenzängste, weil du nicht weißt, wie es weitergeht? Hast du Angst, krank zu werden, zu sterben? Hast du Angst, deine Kinder zu verlieren, kein Dach mehr über den Kopf zu haben? Hast du Angst, keinen Job, kein Geld mehr zu haben oder keine Lebensmittel mehr kaufen zu können? Ich kenne das. Ich bin da durch. Ich kenne diese Ängste. Ich durfte nicht nur einmal wieder bei Null anfangen. Und ich weiß, was es bedeutet, kein Geld zu haben, kein Dach über den Kopf, kein Job, krank. Und nicht zu wissen, wohin. Und wenn es dir da genauso geht, da kann ich dir helfen und kann dir sagen, hey, willkommen im Club. Und auch du bist jederzeit in der Lage, das zu verändern. Du weißt nicht wie? Ich zeig's dir. Wir zeigen es dir.
Wir sind viele. Wir sind so viele, die der Menschheit jetzt zeigt, auf der ganzen Welt, was es bedeutet, keine Einzelkämpfer mehr zu sein. Es ist so wichtig, dass wir jetzt Gemeinschaften leben, in Gemeinschaften, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir uns unsere Welt aufbauen, wie wir sie sehen, wie wir sie fühlen, ohne trennende Gedanken, ohne Scham, Schuld, Verurteilung, Hass, Neid, Eifersucht. All diese Dinge, kennst du das? Morgen möchte ich dir gerne sagen, wie ich es geschafft habe, rauszukommen. Und wie du das auch schaffst. In diesen herausfordernden Zeiten gesund zu werden, erfolgreich zu werden, frei zu sein, weil du nicht deine äußere Welt veränderst, sondern du gehst nach innen und du veränderst deine innere Welt. Sehen wir uns morgen? Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße.